Jo, Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich zeige euch meinen Partner Schub. Mit denen haben wir in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet mit 2,6 Millionen Kunden und 220 wahrscheinlich, 2.200 Partnershops. Habt ihr die Möglichkeit, richtig fett Cashback zu kassieren. Nicht nur über meinen Link. Wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr 10 Euro direkt bekommen. Wir haben hier unfassbar viele Partner. Beispielsweise einfach, nehmen wir jetzt einfach mal hier Christ. Ne? Geht ihr einfach rauf, Cashback aktivieren und dann werdet ihr direkt zu der Website weitergeleitet, könnt darüber kaufen und kriegt euren Cashback direkt auf euer Konto gutgeschrieben, was ihr euch dann auch beispielsweise über PayPal auszahlen lassen könnt auf ganz entspannterino. Schub verdient nicht an euch, sondern Schub verdient Geld über eine kleine Provision, die sie von den Partnern bekommen. Aber auch ganz wichtig, Schub ist unter deutschem Gesetz, das heißt Datenmissbrauch etc. pp. Braucht ihr gar keine Sorgen euch machen. Wie gesagt, 2200 Partner, egal was, ihr findet es da und ihr solltet das aktivieren, um Geld zu sparen. Wie gesagt, über meinen Link kriegt ihr noch einen 10er on top auf köstlich-schmächtiger Basis. Easy, gern auschecken, Link in der Beschreibung. Kuss auf die Nuss, viel Spaß beim Shoppen und beim Cashbacken. Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute wieder ein neues Video in alter Frische. Wie man schon unschwer erkennen kann, habe ich mir hier eine Pizza geklärt. Eine ganz normale vegetarische Pizza, aber halt mit extra Käse. Damit werde ich mir hoffentlich gleich nicht das Maul verbrennen. Gibt ein wunderschönes neues Video von SternTV. Und zwar Dealer-Drogen, Dauerstress, Einsatz am Kotti und Girly. Ich muss jetzt kein Experte sein, um erkennen zu können, dass das in Berlin ist. Und diese Dokumentation finde ich immer unfassbar geil. Deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns die mal gemeinsam an. Ich esse dabei ein Stück Pizza oder auch zwei oder drei. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und schreibt mir am Ende in die Kommentare, was ihr von dem Video gehalten habt. Der ist damals weggeworfen. Hände raus. Mhm. Drogen, Dealer, Dauerstress. Ich liebe solche Dokus. Mann. Berlin, oh, nee. Der Hotspot für Kriminalität. Ist schon ein rechtlicher Zugriff für den U-Bahnhof. Oh. Diese hinterlässige Scheiße, Mann. Das ist immer so kacke, wenn du dir extra Käse raufmachst. Dann beißt du einmal rein, der ganze extra Käsebelag fällt runter, Alter. Mann, direkt erster Biss Maul verbrannt. Egal, fokussieren wir uns aufs Video. Um Straftaten in den Griff zu kriegen, gibt's die Brennpunkt- und Präsenzeinheit. Nee, sie geht jetzt raus. Ich habe ein bisschen. Wir waren eine Tag- und eine Nachtschicht mit der Einheit unterwegs. Geil. Görlitzer Park, Berlin-Kreuzberg. 14 Uhr. Dienstbeginn der Brennpunkt- und Präsenzeinheit der Berliner Polizei. Hier soll Hauptkommissar Christian Stahl mit seiner Gruppe Straftaten eindämmen. Okay, Leute. Muss schon dickes Fell haben in der heutigen Zeit, gerade in einer Großstadt als Polizist, ne? Ich bleib dabei. Ich kann mich da auch immer nur wiederholen. Klar, keiner von uns hat Lust, was mit der Polizei zu tun zu haben. Bedeutet nämlich auch im Grunde, entweder ist man Geschädigter oder man ist derjenige, der geschädigt hat, also der Angezeigte mäßig. Also am besten ist ein Leben ohne Polizei, das ist ja klar. Aber in jedem Berufsfeld gibt es Arschlöcher. Egal ob beim Bäcker, egal ob beim Baumarkt, egal bei der Polizei. Das heißt, natürlich gibt es auch Arschloch-Polizisten, aber nur weil jemand Polizist ist, ist er nicht automatisch gleich ein Arschloch. Ich habe sowohl als auch, und ich glaube, viele von euch würden das genauso sehen, coole Polizisten getroffen, als auch uncoole Polizisten, aber diesen Kommentar, den man dann ja auch immer mal wieder so liest, ey, niemand muss Polizist werden, bla, oh, A, C, A, B, das ist so, ja, sind so komische Aussagen, die ich nicht nachvollziehen kann. Unser Staat würde nicht funktionieren ohne Polizei, ist ja klar. Und Polizei ist wichtig und richtig. Korrekte Polizisten sind mir sehr sympathisch und wichtig und richtig. Wir werden ja die Maßnahmen aufnehmen, ja? Wir haben hier Beschaffungskriminalität, wir haben Roheitsdelikte, Körperverletzungsdelikte, Sexualdelikte, Betrugsdelikte, ist die ganze Palette vertreten. Die Gegend hat den Status KBO, kriminalitätsbelasteter Ort. Einer von insgesamt 7 in der Hauptstadt. Der Görlitzer Park gilt als Hauptumschlagplatz für Drogen und Zufluchtsort für Konsumenten. Ich kenne zwar Berlin, aber im Görlitzer Park war ich selber noch nie. Für die Leute, die aus Berlin kommen, könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was so euer Eindruck von diesem Park ist und ob der wirklich so schlimm ist. Timo kam gerade über Funk, sie haben bei der Durchsuchung einer Person eine PTB-Waffe gefunden. Eine PTB-Waffe, also eine Schreckschusspistole, ist zwar nicht verboten, der Besitz allerdings ist nur mit einem Waffenschein erlaubt. Hab ich. Die Polizisten überprüfen die Identität des Besitzers nach Haftbefehl. Kleinwaffenschein. Fehlen oder anderen Straftaten. Oh, ich bin da nicht geschminkt und nichts. Mensch, ne.
Gut, dass Sie das gesagt haben. Sie sehen ja blendend aus. Ich dachte, Sie sind schon in der Maske gewesen. Darf ich mal fragen, Herr Stahl, was hier gerade kontrolliert wird? Hier in dem Fall haben wir eine waffenscheinpflichtige PTB-Waffe aufgefunden. Jetzt wird abgeklärt, ob die entsprechenden Berechtigungen vorliegen. Mhm. Und dann sehen wir weiter. Hat kein Magazin, keine Munition dabei. Ja. Wir werfen ihm natürlich trotzdem das Führen ohne die Berechtigung vor. Ja. Und dann beschlagnahmen wir die, belehrt habe ich ihn. Und er äußert, dass er die gefunden hat und eigentlich auch abgeben wollte, aber es nicht getan hat. Die übliche Geschichte. Ja. Alles klar. Der Mann ist der Einheit bestens bekannt. Er ist seit 35 Jahren stark drogenabhängig. Was konsumieren Sie? Querbeet. So genannt, im Lehrbuch steht Polytox. Und jetzt, was haben die gerade konsumiert? Noch nichts. Ich bin mutgestört. So. Ja, so eine Schreckschusswaffe kann auch sehr gefährlich sein, wie ja gerade schon erörtert. Ich besitze selber einen kleinen Waffenschein. Mit einem kleinen Waffenschein darfst du sie haben. Ich glaube, du darfst sie auch in der Öffentlichkeit dann führen. Sicher bin ich mir nicht. Ich glaube aber schon. Aber es kann halt auch extrem gefährlich werden, sowohl für die Leute, die sie führen, als auch dem gegenüber. Du kannst ja nicht eine Schreckschusswaffe zwischen einer echten Waffe unterscheiden. Also vor allen Dingen nicht in so einer Situation, wenn die vor dem Gesicht ist oder ähnliches. Und natürlich kann es auch passieren, dass wenn du sie dann ziehst oder damit handhabst und die Polizei sieht das beispielsweise und die denken, das ist eine scharfe Waffe, dann erschießen dich die Polizisten im schlimmsten Fall, weil sie halt davon ausgehen, dass das eine echte Waffe ist. Also sowas mit sich zu führen ist schon nicht ohne und sehr gefährlich. Und inwiefern haben Sie denn schon mal drüber nachgedacht, auch aufzuhören? Sehr, sehr oft. Aber das ist aber ehrlich gesagt, ich tue lieber zufrieden konsumieren als unzufrieden abstinent sein. Habe ich nämlich viele Leute getroffen. Abstinent, wunderbar, aber so eine Fresse, kontinuierlich. Nee, dann grinse ich lieber zwischendurch und konsumiere ein bisschen. Ja, das ist halt eine klassische Ausrede eines Konsumenten, um selber zu rechtfertigen, warum man selber konsumieren möchte, weiterhin in Zukunft. Ich komme mit klar, meistens zumindest, ja. Pläne für die Zukunft und Angst vor rechtlichen Konsequenzen hat der Mann nicht. Christian Stahl eilt bereits zum nächsten Zugriff. Hat ja auch einen sympathischen Eindruck gemacht. Ne? Dieser Mann soll vor ein paar Minuten noch in eine Messerstecherei verwickelt gewesen sein. Ich halte ihn jetzt bloß fest und warte sicher somit die Maßnahmen der Kollegen ab. Er soll diesen Ägypter mit einem Messer verletzt und ausgeraubt haben. Auch er wird von den Beamten vernommen, seine Wunden erstmal versorgt. Ich respekt alles, du nicht respekt nichts. Können Sie mir mal zuhören? Ich bin Rettungssanitäterin von der Polizei. War ein Messer mit im Spiel? Ja. Könnte das ein Messerstich sein? Relativ tief, ne? Wir haben hier keine arterielle Blutung, das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Ja, zeig mir mal deine Handfläche. Nee. Das wird auf jeden Fall genug. Hör mir mal zu. Ich nicht lügen. Hör mir mal zu. Ich falle. Hörst du mir zu? Können Sie mir zuhören? Das war auch ein Messer. Es blutet jetzt nicht so stark, das wird genäht. Ja, der Typ ist halt wahrscheinlich auch aufgeregt, vielleicht auch auf Drogen. Auch da kann ich nur noch mal eine Sache sagen, auch an alle Zuschauer da draußen, die gerne mal ein Messer mit raus nehmen, weil sie sich dann dadurch sicherer fühlen oder sagen, ja, bevor er ein Messer zieht, ziehe ich lieber ein Messer oder bevor er zusticht, steche ich lieber zu. Lass den ganzen Scheiß zu Hause. Messer ist so gefährlich. Also Messer ist so gefährlich und kann so schnell zum Tode eines anderen Menschen führen. Messer ist richtig widerwärtig, Digga. Also lass den Scheiß zu Hause und entflieht jeder Situation, wo ihr das Gefühl habt, dass Gewalt ausbrechen könnte. Werden müssen. Oder vielleicht auch eine Flasche, ja? Zeig mal den Kopf. Okay, also wir haben jetzt ja auch keine kritische Blutung. Mit Flasche. Ja, genau. Okay. Der Mann hat mehrere Schnittwunden am Körper und Kopf. Er versucht zu beschreiben, was passiert ist. Klauen, alles klauen. Hi. Mädels, Frau, alles klauen. Berliner Feuerwehr, hi. Er muss erst mal ins Krankenhaus. Ja. Währenddessen wird der Mann, der ihn verletzt haben soll, weiterhin durchsucht. Umdrehen bitte. Hände. Ja, abziehen, mit dem Messer zu stechen. Ihr müsst euch ja vorstellen, ich will jetzt niemandem etwas unterstellen, und wir kennen auch nicht den Ermittlungsstand, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn der dann mal, angenommen er ist jetzt der Täter, mal falsch zusticht und dann eine Arterie trifft und dann eventuell das Opfer verblutet, für was, Digga? Also, ich sage nicht, dass es sich lohnt, wenn mehr drin wäre, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Für was? Für ein Portemonnaie mit 50 Euro und ein Handy?
Versteht ihr, wie ich meine? Auch einen Goldbahn und eine Rolex rechtfertigt das Verhalten nicht. Aber es fühlt sich noch mehr, noch sinnloser an, als es ohnehin schon ist. Haben Sie ein Messer dabei? Nein. Messer dabei? Nein, nein. Komisch. Spritze oder so? Nein, nein. Doch, Messer dabei. Ist das die Tatwaffe? Das schaut aus wie ein Kohärenzgefäß mit kokainsuspekter Substanz. Es deutet alles darauf hin, dass er unter Drogen steht und mit dem Mann aus Ägypten in einen Streit geraten ist. Jetzt prüfen wir den Sachverhalt, nehmen die Zeugenaussagen auf und schauen. Drehen Sie sich bitte weiter um. Nein, hey. Der Tunesier ist uneinsichtig, sieht sich selbst als Opfer. Seine Person schlägt mir und meine Schuhe, meine Jacke und schlägt mir dieser mit mir. Nein, ich frage, schlägt mir mit Messer hier und schlägt mir hier mit Messer. Ich komme hier mit Toilette. Ich will mach dieser sauber. Polizei kommt. Erstmal müssen die Beamten seine Idee. Wer was an Wahrheit redet und Unwahrheit, weiß ich nicht. Aber ja, nichts Besonderes vermutlich, was da passiert ist. Identität klären. Ausweisen kann er sich nicht. Danach muss auch er ins Krankenhaus. Bis diese Maßnahmen endgültig abgeklärt sind, müssen die Tatverdächtigen von uns bewacht werden. Demzufolge müssen wir unsere Kräfte vor Ort reduzieren, um dann in die entsprechenden Krankenhäuser zu verlegen. 9 Strafanzeigen in knapp 2 Stunden. Darunter Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz, schwerer Raub und unerlaubter Aufenthalt. Während sich die Brennpunkteinheit am Tag um den Görlitzer Park kümmert, geht es nachts oft zum Cottbusser Tor. Ja, ich glaube, Berlin, also natürlich nicht jeder Stadtteil, aber ich glaube, Berlin hat echt schlimme Viertel. Freitagabend, 21.30 Uhr. Die Beamten stürmen den U-Bahnsteig. Ein altbewährter Treffpunkt für Drogendealer und deren Kundschaft. Der Kotti zählt zu den Orten mit den meisten Straftaten in Berlin. Gilt ebenso als Drogen-Hotspot. Die Polizisten kontrollieren bereits bekannte Dealer nach Stoff. Die Kräfte haben beim Betreten dieses U-Bahnhofs Personen entdeckt, die der Betäubungsmittelszene zugehörig scheinen, die teilweise hier auch mit anderen Leuten in Anbahnungsgesprächen waren. Dies nehmen wir dann zum Anlass, um gefahrenabwehrrechtliche Überprüfungen durchzuführen, was jetzt hier so passiert. Die Personalien werden festgestellt, die Personen werden durchsucht. Ja, klassisch. Halt, die Beamten finden verschreibungspflichtige Medikamente. Pregabalin ist eigentlich ein ganz normales Medikament zur Suchtlinderung, oft zur Substitution verschrieben. Es kommt aber in der BTM-Szene, Drogenszene oft dazu, dass die Abhängigen das untereinander verkaufen, um an Geld zu kommen, um sich mit dem Geld wieder Schrauben zu kaufen. Raus. Bitte nicht mit dir. Jetzt. Nee, sie geht jetzt raus. Warte, ich habe ein bisschen. Dieser Mann scheint unter Drogen zu stehen. Er lässt sich nicht vertreiben und diskutiert mit den Polizisten. Ich muss noch meiner Bier nehmen. Meine Bier, was meiner Bier? Sie sollen jetzt nicht. Da hat er noch ein Bier stehen. Sie sollen jetzt weggehen. Wir haben nichts mehr von Ihnen. Gehen Sie. Er hat einen Platzverweis bekommen und ist dem nicht nachgekommen zunächst. Da musste man nachhelfen und nochmal erklären. Straftatbestände liegen hier nicht vor. Alle Männer dürfen gehen, bekommen aber bis zum Folgetag einen Platzverweis. Das dient der Gefahrenabwehr. Ja, ich muss fairerweise sagen, und mit Sicherheit gibt es da auch noch andere Beispiele, aber es sind halt auch, ist halt auch immer das gleiche Klientel ungefähr, was wir da in den Dokumentationen sehen. Ne? Es ist halt einfach sehr schade. Man weiß nicht, warum die in der Situation sind und warum die sich nicht gescheit integrieren können. Es zieht sich wie ein roter Faden durch solche Dokumentationen in den meisten Fällen. Sehr traurig auf jeden Fall. Anders sieht es bei diesem Mann in der blauen Jeansjacke auf dem Bahnsteig aus. Die Beamten finden harte Drogen und Pfefferspray bei ihm. Pfefferspray wird immer häufiger mitgeführt von Betäubungsmittelhändlern. Und hier letztendlich zum einen Arzneimittel,
und zum anderen vermutlich Kokain in Mikroreagenzgefäßen. Wie viel ist das ungefähr? Kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen zwischen 10 und 15. Das ist schon nicht so wenig. Also ist schon ein recht guter Zugriff für den U-Bahnhof. Ja. Müssen die Jungs das machen wie in Hannover im Mund und runterschlucken. Die Methode ist wohl da in Berlin noch nicht angekommen, Kapi. 10 und 15 Verkaufseinheiten, das sind um die 7 Gramm Kokain. Straßenverkaufswert etwa 350 Euro. Wir schreiben eine Strafanzeige gegen Sie, wegen dem Handel, dem Betäubungshandel mit Kokain. So, verlassen Sie jetzt das Fahrzeug und dann Abmarsch in die Richtung. Der Dealer darf vorerst gehen. Ja, die Frage ist, was bringt sowas halt? Also schreckt das so jemanden ab oder wird er weitermachen danach? Ich denke, die Antwort liegt wohl auf der Hand, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich will dem jungen Mann da nichts unterstellen, aber ob ihn das jetzt abgeschreckt hat und er am Ende sich sagt, oh nee, ich höre auf, das hoffe ich natürlich, bezweifle ich aber. Jetzt muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob es zur Anklage kommt. Nächster Einsatz. Den Beamten fallen Männer an einem Ort auf, der bekannt für Drogengeschäfte ist. Jetzt muss es schnell gehen. Zugriff. Wird da was weggeworfen? Hände raus. Wir haben zweimal Leute kurz hinter der Sparkasse auf der Mariam einmal was weggeworfen. Irgendwie so eine Plastikkapsel oder so direkt darin. Perfekt. Was haben wir hier? Das hat er jetzt im Vorbeigehen weggeschmissen. Das prüfen wir dann gleich. Die beiden Männer werden nach weiteren Substanzen durchsucht. Mhm. Ja, wegwerfen geht in den meisten Fällen nicht gut. Die Polizei sieht das immer. Die achten genau auf sowas, ne? Wer hat das weggeschmissen? Ja. Nichts? Ja, sie. Sie sind jetzt beschuldigt einer Straftat. Dazu können Sie sich äußern, müssen Sie aber nicht. Vor Ihrer ersten Vernehmung haben Sie weiterhin das Recht auf einen Anwalt. Haben Sie das verstanden? Englisch, Français? Français. Okay. Vous êtes accusé d'avoir commis un délit, okay? La possession de stupéfiants est illégale en Allemagne. Krass, spricht er sogar fließend Französisch. Damit hat der junge Dealer nicht gerechnet. Die Einheit ist sprachlich gut aufgestellt, was die Kommunikation mit möglichen Straftätern aus dem Ausland vereinfacht. Auch hier ein Platzverweis mit Klartext von der Polizei. Wenn ich Sie wiedersehe, werde ich Sie festnehmen, okay? Dann nehme ich Sie mit und dann schlafen Sie in der Gesa und dann schauen wir weiter. Der mutmaßliche Dealer versteht also doch Deutsch. Ja, die Französischkenntnisse hätte der Beamte gar nicht gebraucht. Sie können gehen, wenn Sie nicht wiederkommen. Haben Sie das verstanden? Alles klar, dann gehen Sie. Richtig ausgetrickst, Digga. Die Kontrolle ist damit abgeschlossen. Ja, habe ich ja natürlich auch schon mal in anderen Dokumentationen gesagt, es ist natürlich gegen Windmühlen laufen, der Klassiker, ne? Aber es ist auch wichtig, was die Polizei macht und machen einen guten Job. Und ich könnte mir solche Dokumentationen Stunden über Stunden angucken. Also wirklich, ich liebe das. Wir haben noch eine halbe Ecstasy bei dem anderen gefunden. Okay. Die passt aber leider nicht von den Motiven zu dem Blue Punisher. Ja. Hm. Das ist halt die mit dem Netflix-Logo drauf. Okay. Ja, das Programm wir machen jetzt Fast Lady mit ihm, hoffen, dass das funktioniert und dann Netflix-Logo wird er auch mit Platzweis entlassen. Alles klar. Kurze okay, Nachfrage. Danke. Was heißt, die passen nicht zum Motiv zum, des anderen? Na, wenn man jetzt, wenn das auch eine von den blauen Ecstasy-Tabletten gewesen wäre, läge natürlich der Verdacht nahe, dass er das bei dem gekauft hat. Mhm. Und dann müsste man ein bisschen mehr nachfragen, natürlich alles nach der Belehrung. Und wenn dann gesagt wird, ja, ich habe es bei dem da gekauft, dann hätte man halt den vollzogenen Handel. Und dann würden wir eine andere Anzeige schreiben. Auch hier ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der fünfte in dieser Nacht. Dazu zwei weitere Strafanzeigen wegen unerlaubten Aufenthalts. Eine ganz normale Nacht für die Brennpunkt und Präsenz. Ja, geiles Video, hat mir gut gefallen. Leider nur 12 Minuten 22 lang. Ich hätte mir das auch reingezogen, wenn es 5 Stunden gegangen wäre, übertrieben gesagt. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Küsschen aufs Nüsschen, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.